In diesem Video geht es einmal um Essen, einmal um ein Buch und einmal um eine Firma. Und zwar, mein Hobby ist ja Sport und Ernährung, und zur Ernährung gehört natürlich auch die Firma, die die Lebensmittel herstellt. Und mich fasziniert es einfach immer, wie sind die Firmen so groß geworden, warum gibt es so viele Standorte von den Firmen und ganz speziell, wer steckt hinter den Firmen. Und heute geht es um die Brezel. Genau, genauer gesagt um die Firma Brezelkönig. Viele von euch haben vielleicht schon mal davon gehört, von dem Namen. Die Firma hat insgesamt 60 Standorte in Deutschland und in der Schweiz und manche in Deutschland, ein paar auch in Österreich, und ist eine Tochtergesellschaft von der Firma Dietsch. Und die Dietsch-Gruppe, die hat 200 Standorte in Deutschland. Und der Gründer von der Firma Brezelkönig, das ist das hier da, Stefan Bosart. Und kleine Geschichte dazu: Brezelkönig sieht man an jeder Ecke, am Flughafen, an Bahnhöfen, in größeren Städten. Und ich habe mich immer gefragt, hey, wer ist denn der Gründer? Wer hat einen Brezelkönig erfunden? Und ein Kollege sagte mir damals, hey, von dem Gründer, Stefan Bosart heißt dieser, da gibt es eine Dokumentation. Ich habe im Internet recherchiert und auf die Schnelle nichts gefunden. Aber was ich gefunden habe, war Folgendes. Der Herr Bosart hat eine Biografie geschrieben, und da ich so ein Bücherwurm bin und wirklich gern lese, habe ich mir dieses Buch gekauft und erst vor kurzem jetzt durchgearbeitet. Und das möchte ich einfach heute kurz vorstellen und einfach die Geschichte erläutern vom Herr Bosart, wie denn der Brezelkönig erstanden ist. Genau, dann mache ich mal die Sachen hier zur Seite, denn ich kann mir natürlich nicht alles merken. Und habe mir ein Spickzettel gemacht, in dem ich alles aufgeschrieben habe, was ich für wichtig befunden habe. Das Wichtigste habe ich schon gesagt: Es gibt 60 Standorte von der Firma Brezelkönig in der Schweiz, teilweise in Deutschland, teilweise in der Schweiz. Und 200 vom Mutterunternehmen Dietsch, davon gibt es 200. Es werden pro Jahr 650 Millionen Backwarenprodukte verkauft im Jahr. Wahnsinn, Wahnsinn. Die Biografie von Herrn Bosart, die kam 2015 auf den Markt. Außer dem Namen Stefan, den ich ja auch besitze, haben wir auch noch was gemeinsam. Und zwar der Herr Bosart, der wollte mal Kfz-Mechaniker werden. Er wurde aber nicht angenommen. Und bei mir, ich bin immer noch als Kfz-Mechaniker tätig, hauptberuflich. Genau, kommen wir dazu. Das Unternehmen gehört nicht mehr dem Herrn Bosart. Er hat es im Jahr 2000 für eine zweistellige Millionensumme an die Dietsch-Gruppe verkauft. Und die Firma Dietsch, die hat das Unternehmen, und zwar, ich muss nochmal schauen, 2012 an die Velora-Gruppe verkauft für 350 Millionen Franken. Also eine relativ große Summe, relativ erfolgreiches Unternehmen. Kommen wir zum Herrn Stefan Bosart. Dieser ist geboren am 16. August 1960, und ich muss sagen, laut Biografie, er ist extrovertiert und er ist einfach ein Macher. Ich erkläre ganz kurz den Werdegang vom Herrn Bosart, werde auch ein paar Bilder zeigen und wie es dazu gekommen ist, dass er die Firma Brezelkönig gegründet hat. Genau. Kommen wir erstmal zu Daten und Fakten des Unternehmens. Die Gründung war 1985, damals nicht unter dem Namen Brezelkönig, sondern Brezilebeck. Und 1996 hat der Herr Bosart erst mal eine Produktionsanlage in Emmelbrücke errichtet mit dem ersten Brezelroboter. Sehr, sehr spannend. Genau, die Biografie kam 2015 heraus und vor wenigen Tagen bin ich fertig geworden mit dem Lesen. Geboren ist der Stefan Bosart 6. August 1960. Im Kanton Aargau, im Dorf Muri. Sein Vater und sein Opa waren beides Standbetreiber, sprich, die haben auch Stände verkauft, Mandeln und so weiter, Maroni. Und sein Opa, der Schmidt 80, war der damals immer noch auf dem Marktstand und hat immer noch Sachen verkauft. Als kleiner Junge wollte Stefan schon immer so werden wie Papi, und das hat er später dann auch geschafft. Das erste Hobby, das Stefan gefunden hat für sich, war eine Schwäche für hübsche Frauen. Mit 15, 16 hat er damals seinen ersten Urlaub gemacht mit seinem Kollegen und hat sich dort Hals über Kopf in eine junge Frau verliebt.
1976 begann er seine Karriere bei seinem Vater. Dieser hatte zwei Verkaufsstände und Stefan, der durfte einen Verkaufsstand dadurch übernehmen, am Züricher Knabenschießen. Das hat ihm so viel Spaß gemacht und hat gesagt, okay, da will er jetzt dranbleiben. Mit 18 hat er sich schon selbstständig gemacht. Und zwar, er hat sich einen Standplatz in Deutschland reserviert, ist zu seinem Vater hingegangen, hat davon seine Pläne erzählt. Dieser war noch relativ begeistert, hat ihm sogar seinen alten Verkaufswagen mitgegeben und da Stefan noch kein eigenes Auto hatte, hat er ihm einen Toyota mitgegeben, damit er nach Deutschland konnte fahren. Gesagt, getan, er hat seine Freundin gepackt, ins Auto, Hänger dran und ab nach Deutschland. In Deutschland lief es dann sehr, sehr gut, sodass nach der Saison hat er einen Vertrag für zwei weitere Standorte. Und zwar einmal in Stuttgart und einmal in Karlsruhe. Aber bevor er die neue Saison beginnen sollte, dachte er sich, komm, er macht noch ein bisschen Ferien in der Schweiz. Also runtergedüst an die Schweizer Grenze zum Zoll, noch einen blöden Spruch gemacht. Danach wurde er rausgezogen vom Zöllner. Er dachte sich nichts dabei, Zöllner macht das Handschuhfach auf. Und was ist im Handschuhfach? Das Umsatzbuch, in dem die ganzen Umsätze notiert waren, die er und seine Freundin notiert haben, als sie den Verkaufsstand hatten in Deutschland. Danach kamen Fragen, bist du in Deutschland angemeldet, zahlst du dort deine Steuern? Dies alles musste er verneinen, also sein Pass wurde einkassiert und ein paar Wochen später bekam er ihn wieder mit der Strafe. Und jetzt kommt's, es sind nicht nur ein paar tausend Franken, nein, er hat 10 Jahre Einreiseverbot nach Deutschland bekommen. Das muss man sich ja schon mal überlegen. Gut, darauf arbeitete er wieder bei seinem Vater in dessen Betrieb. Nun kam sein zweites Hobby. Und zwar, er war begeistert für Autos. Und danach hat er auch angefangen, mit Autos zu handeln und gutes Geld zu verdienen. Hauptsächlich mit amerikanischen Fahrzeugen. Ich kann euch mal ein paar Bilder zeigen. Was sehr, sehr spannend ist, eben man sieht hier schöne amerikanische Fahrzeuge. Diese hat er günstig gekauft in Privatanzeigen, in der Zeitung und hat diese dann gewinnbringend verkauft. Also, zweites Hobby von Stefan waren definitiv die Fahrzeuge, was ich auch gut nachvollziehen kann. Danach hätte er eigentlich zum Militärdienst müssen, doch er konnte den Ärzten recht gut erklären, dass er so extreme Rückenleiden hatte, worauf diese ihn dann dienstuntauglich schrieben. Mit 20 hat er dann sein nächstes Hobby gefunden, und zwar das Meer und das Thema Boote. Er fuhr damals mit seinem Porsche, den er sich neu gekauft hatte, und mit einem Schlauchbuch hinten dran mit seiner damaligen Freundin ans Meer. Später wurden aus Booten Segelschiffe. Mit 21 hat er dann damals sein erstes Motorboot gekauft. Und hat an einem Stand Trockenfrüchte verkauft. 1982 kaufte er damals sein erstes Segelschiff. Und 1982 ging er und sein Vater zum Rolls-Royce-Händler. Der Vater hat einen Rolls-Royce gekauft. Stefan durfte heimfahren. Das Auto gefiel ihm so gut, dass es dem Vater direkt beim Heimfahren noch auch gekauft hat. Ja, also Wahnsinn. Boot gehabt und ein Rolls-Royce. 1983 beim Kanadenschießen kommt ihm eine Idee, farbiges Popcorn zu verkaufen. Das lief sehr gut, dass er fast nicht hinterherkam mit der damaligen Produktion. Im Dezember 1984 verkaufte er damals sein Aston Martin, um damit einen Verkaufsstand bauen zu lassen und der soll aussehen wie ein Schlaraffenland. Im August 1995 hat sein Vater von einem Brezelbackofen gehört. Stefan und Lea gingen ihn damals anschauen und sein Vater hat damals den Brezelbackofen gekauft und ihn an seinem Stand angeführt und Stefan hat schnell gesehen, dass es so gut läuft, dass er dies auch machen möchte. Also hat er sich einen zweiten Brezelstandautomat gekauft und hat dann einen eigenen Stand eröffnet unter dem Namen Brezelibeck. Dann kaufte er sich noch einen Wagen, der aussah wie eine Brezel kuschte. Da gibt es auch einige Bilder hier im Buch. Und im Sommermonaten verbrachte er dann auf dem Segelschiff. Und da er sich
beim Segel wie der König der Meere fühlte, kommt ihm die Idee, seine Brezelstände ab sofort unter dem Namen Brezelkönig zu führen. Und das war 1989. Damals, als er den Brezelbackautomat gekauft hat, war sein Vater überhaupt nicht begeistert und es gab einen Streit. Und danach hat sich Stefan dann selbstständig gemacht mit seinem eigenen Brezelstand. Genau, danach hat er seine Frau Birgit kennengelernt und die er später geheiratet hat. Mit dieser ist er dann immer noch zusammen. Und das Symbol, was man hier sieht vom Brezelkönig, das hat er damals gefunden im Urlaub, als sie im Supermarkt waren in Tokio. Und davon gibt es auch ein sehr schönes Bild. Man sieht ja immer in der Biografie sehr viele Bilder drin vorhanden. Er war auch immer in den Sommermonaten immer im Urlaub und hat so quasi das Leben genossen. So, dann schauen wir mal schnell, ob ich das hier gerade finde. Mit Tokio und dem Brezel. Genau. Das war damals in Tokio Supermarkt. Ging einfach über der Theke damals seine Brezel und dann wusste er, hey, das ist das Symbol, das ich auch haben möchte. Ab da, 1992, hilft auch Birgit mit dem Betrieb. Und die beiden heiraten am 6. August 1994, was auch das Geburtsdatum ist von Stefan. Mitte März 1995 findet er heraus, dass sein Lieferant, von dem er die Brezeln bekommt, mit seinem Konkurrent Geschäfte macht und diesen beliefert und genau dieselbe Brezeln verkauft. Das findet er nicht so lustig und überlegt sich natürlich danach einen Plan B. Er guckt sich erst in der Firma Dietsch an, in Deutschland, eventuell wegen Zusammenarbeit. Er ließ sich dann auch durch die Räumlichkeiten durchführen, hat gemerkt, irgendwie würde er gern sowas auch haben. Er hat zu Ohren bekommen, dass es in Deutschland einen Erfinder gibt, der einen Brezelschlingroboter erfunden hat. Diesen hatte er kontaktiert und der war noch nicht ganz so weit. Monate später bekam er einen Anruf, hey, Prototyp ist fertig von dem Brezelroboter. Und dieser hat er sich dann angeschaut und dann entschieden, okay, so einen kauft er sich. Er hat dann auch eine Halle gemietet. Dann kamen die Ingenieure vorbei von dem Automaten und haben gemerkt, hey, die Halle ist viel zu klein, da muss was Größeres her. Also darum musste er in Emmenbrücke eine riesige Fabrikanlage bauen, in dem der Roboter auch Platz gefunden hat. Als es dann gut lief, 3 Jahre später, kam der Dietsch wieder vorbei mit seinem Mercedes und wollte sich eigentlich am Unternehmen beteiligen. Und diese 2 haben ein bisschen rumgescherzt und dann ging es darum, ja, dann kann ich ja gerade den Betrieb abkaufen. Und der Dietsch war nicht ganz abgeneigt, kam einige Tage später wieder mit einem Angebot und so hat er dann 2000 seine Firma verkauft. Gut. Ihr seht schon hier, ich habe viele erzählt über den Werdegang von Herrn Brossard. Was er natürlich nicht alles erzählen konnte, ist klar, seine Urlaube. Man sieht, er hat recht viel Bilder drin und viel geht auch darum, einfach über Lebe, Genieße, Urlaub. Er war mehrere Weltreise, viel in Las Vegas, mehrere Segelboote gekauft. Und das ist auch seine Erfolgsformel. Das Buch heißt ja Rezept zum Glück. Und seine Erfolgsformel geht wie folgt. Gesundheit plus Zufriedenheit gleich Freiheit durch Freizeit gleich Glück. Was sind meine Learnings daraus? Stefan hat immer hart gearbeitet, nach dem Motto Work hard, play hard. Also viel arbeite, 100 Stunden Woche, aber im Sommer dann auch mal 3 Monate Pause mache. Nichts mache, lebe, genieße auf dem Meer, Boot fahre, Freundin, geile Fahrzeuge, Business, alles mit dabei. Ups and Downs. Was ich natürlich auch gelernt habe, er hat einen sehr guten Geschäftssinn. Mut zum neue Sachen ausprobieren. Alles in allem, viele Abenteuer auf See sind mit dabei. Viele Reise, wo er natürlich auch viel gelernt hat. Was mir ein wenig gefehlt hat an dem Buch, ist Folgendes. Mich hätte nur gerne interessiert, woher Stefan denn seine Weisheiten und von wem er denn gelernt hat, ob er Mentoren gehabt hat, ob er Bücher gelesen hat, wie er das Unternehmen strukturiert hat, wie er das gemacht hat mit dem Qualitätsmanagement, mit dem ganzen Organisieren, wer braucht wie viel Brezeln, mit der Kundenzufriedenheit, mit dem ganzen Verkauf, mit den Mitarbeitern, Umsatzzahlen, Verkaufszahlen. Aber alles in allem, sehr cooles Buch, sehr, sehr viel persönlich von ihm erzählt da drin.
Und man sieht einfach, man muss einfach am Ball bleiben und mehrere Hobbys suchen, dann klappt es auch. Was ich noch gesehen habe jetzt, über die Familie Bossart gibt es auch eine Fernsehsendung. Diese werde ich mir die nächsten paar Tage anschauen. Zum Gucken, vielleicht erwähnt er ja dann dort etwas noch mehr Rezepte zum Glück. Aber eins kann ich euch sagen, das sind die Brezeln vom Brezelkönig. Die gibt es weiterhin immer noch und die sind saulecker und diese werde ich mir nachher einfach gönnen. Wenn euch das Book Review gefallen hat, dann könnt ihr das Buch ja kaufen, gibt es auf Amazon oder unter rezeptzumglück.com, wo ihr das Buch erwerben könnt. In dem Fall, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich wünsche euch alles Gute.